wollen wir uns die ProSwim mal quasi in Action ansehen. Zum einen entferne ich hier mal den Sicherheitsfilm. Und wir sehen, dass die Brille stark verspiegelt ist. Und des Weiteren zeige ich Ihnen noch, wie man die Nasenklemme benutzt. Man setzt sie sich so auf die Nase. Normalerweise müsste sie jetzt festhalten, aber ich merke schon, wie sie rutscht. Der Sitz mit der Nasenklemme ist nicht besonders stabil. Dann haben wir die Nasenbrücken. Die austauschbaren Nasenbrücken. Im Lieferumfang sind insgesamt drei unterschiedliche Nasenbrücken enthalten, um eine optimale Passform Ihrer Schwimmbrille zu garantieren. Wählen Sie die für Sie passende Nasenbrücke. Diese lässt sich mit einem leichten und vorsichtigen Druck von der Schwimmbrille lösen bzw. in diese einsetzen. Probieren wir nochmal aus. Also so leicht und vorsichtig ist das mit dem Druck hier gar nicht möglich. Ich will jetzt auch nicht kaputt machen. Gut, das probieren wir dann gleich nochmal aus. Bevor wir dazu kommen, haben wir ja noch die Ohrstöpsel. Wie gesagt, man kann sie leicht ins Ohr stecken, dann hört man immer noch sehr gut. Oder richtig tief hinein, dann ist das Ohr quasi wasserdicht verschlossen, was aber Ohrenärzte nicht so empfehlen, weil darunter sich Wasser ansammeln kann und dann können sie an Ohrenentzündung bekommen. Da würde ich nicht bis zum Anschlag hineinstecken, die Ohrstöpsel. Zur Anpassung der Brille hat man hier diese vier Verstellmöglichkeiten. Ich lasse es jetzt mal in den vorgegebenen Zustand mit dem mittleren Nasenstreck und probiere sie einmal auf. Ja, ist ein bisschen lose, muss ich nochmal nachstellen. Eine Möglichkeit, wie Sie feststellen können, ob eine Brille perfekt passt, ist, wenn Sie das Kopfband weglassen und die Brille einfach so hält. Und zwar müsste sie jetzt wunderbar halten und das tut sie. Das heißt, die Passform dieser Brille ist für meinen Kopf jetzt zum Beispiel ideal. So, jetzt lösen wir sie wieder. Und ich muss hier noch ein bisschen fester stellen. Also das Band sitzt sehr fest. Was auf der einen Seite natürlich gut ist, bei anderen lässt es sich so sehr schwer feststellen. Das müsste jetzt schon reichen. Und jetzt zeige ich Ihnen auch gleich mal, warum ich von dieser One-Click-Vorrichtung so begeistert bin. Wenn Sie die Brille aufhaben, können Sie einfach hinter dem Kopf das einrasten lassen, ohne dass Sie auf Ihren Haaren hoch oder runter schieben müssen. Und schon sitzt die Brille perfekt. Wenn ich jetzt noch rausbekommen würde, wie ich diesen Nasenstreck hier entferne, hätte ich Ihnen jetzt die Brille in Gänze vorstellen können. Und meiner bewegt sich kein Zentimeter, weswegen ich auf diesen Test dann verzichten muss. Ich hoffe, ich konnte Ihnen bei der Entscheidung für oder gegen die ProSwim von Sportastisch behilflich sein und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen bei Expertenberatung.